Herzlich willkommen zurück in Wiedenbrück. Guten Tag, meine lieben Freunde. Ja, es ist wieder Gary-Zeit. Gestern gab es keine Folge. Jeden Tag kriege ich im Moment keine hin. Aber ich versuch's mit fast jedem Tag. Und manchmal klappt's. Und wir gehen direkt mal in eure Kommentare rein, weil ich habe hier schon das erste gemacht, was jemand gesagt hatte. Ich glaube, es war der Presser, der hat gesagt, ich soll mal den Julian Sammerl kundschaften, ausscouten, überwachen. Und ja, können wir machen. Ich guck noch mal rein. Weil wir überlegen ja, ob wir einen jungen RV holen sollen. Wir gucken uns den mal an. Und ja, wir werden mal hören, was der Scout sozusagen hat gegen den. Oder für ihn. Wo haben wir denn da? Hier, Timo Presser. Sehr unterhaltsamer Part, bla 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 bla. Chato, ja. Scoute mal den RV Julian Sammerl. Das haben wir damit gemacht. So, nächstes, was wir machen sollten, war vom Kakaoshaker, ob er seinen Vertrag verlängern wollen würde. Aber, ich meine, haben wir nicht den Kakaoshaker, warst du das nicht hier? Nein, war Rival Player. Ah, eure Namen, manchmal kriege ich es nicht so hin. Gut. Kakaoshaker ist doch noch da. Ah, dann habe ich mich vertan. Gucken wir da mal rein. So, FIFA Brothers, da müssen wir auch noch unbedingt gucken, dass wir den verlängert bekommen. Wienchen ist der Kakaoshaker. Hier, der malte Kist war das. Ja, okay, ich erinnere mich. Können wir doch mal versuchen. Er ist äußerst unzufrieden. Vertragsverlängerung kommt nicht in Frage. Wie lange ist denn der Vertrag noch? 2022? Er läuft jetzt aus, ne? Das heißt, wir werden ihn mal in die erste Mannschaft verschieben. Erstmal dauerhaft und vielleicht auch ein, zweimal einsetzen, damit es hinhaut. Wie sieht es denn hier mit den anderen aus? So, der Böttger, der will mal hier unterschreiben. Gut, gut, das können wir nämlich jetzt einmal machen. Da sind wir jetzt eigentlich der perfekten Zeit für, hier in der Winterpause, dass wir uns mal um diese netten Herrschaften hier kümmern. Und nicht so viel Auflaufprämie, aber Torprämie kriegst du dafür. 50 Euro. So, sehr fair sieht das hier aus. Dann gehen wir hier noch was runter. Und wir lassen es mal bei fair. Gucken uns an, was da so... So, Fabian Heller, ja, er hat zugehört und hört die Folgen jetzt nach und guckt die Folgen nach. Ich bin gespannt, wie es dir hier gefällt. Wenn du was zu melden hast, sag mal Bescheid. Und ja, der Rest natürlich logischerweise auch, ne? FIFA Brothers will auch verlängern. Das ist schon mal gut, ey. Wir kriegen jetzt die zweiten Mannschaftsspieler endlich mal alle verlängert. Das ist echt gut. Auflaufprämie auch hier 20 Euro. Zu Nullprämie kriegst du 100 Euro. So. Und dann können wir hier noch runtergehen vom Gehalt. Gehalt erscheint ihm zu niedrig jetzt. So geht's. So. FIFA Brothers, Böttger. Das waren sie schon. Und halt Malte Kist noch in der ersten Mannschaft jetzt. Die verlängert werden müssten. Und wir werden mal zusehen, dass er das macht, der Gute. So, wie sieht's hier im Kalender aus? Der Januar ist schon halb vorbei. Hier ist noch ein Freundschaftsspiel gegen VfR Burgwald. Und ja, im Februar geht's dann schon wieder rund. Nicht jetzt clever gewesen, wir hätten wir mal hier noch ein Trainingslager ansetzen können hier, ne? Ach komm, versuchen wir es mal noch, ob es irgendwas bringt. Individuelle Fähigkeiten. Irgendwo, wo es halbwegs warm ist. 16 Grad, 21 Grad. Es ist im Winter, bin ich da immer ein bisschen überfordert, muss ich sagen. 28, ich hätte gern sowas um die 25, 26 Grad. 28 ist schon wieder, wenn da mal ein bisschen warm ist, da heulen die wieder rum. 29 ist auch so warm. Na komm. Dann machen wir hier Buenos Aires, 9 Tage lang, halbe Mille, ist halt auch weit, ne, und kostet halt auch Geld, ey. Hier sind zum Beispiel nur 400.000, da irgendwo nach Ungarn hin. Gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, individuelle Fähigkeiten. Gibt's hier zum Beispiel auch auf Marbella, ganz gut. Dann machen wir 77.000 für 9 Tage, das ist auch schon ordentlich Geld, was wir hier ausgeben müssen. Okay, dann haben wir das. Und Ronny Schumann, der hat auch noch was geschrieben. Nachdem ich das hier einstelle. Moment. Da. Fitness können wir auch mal hier ein bisschen. Oder Moment, ne? Fit sind sie ja eigentlich. Dann machen wir hier Teamwork noch ein bisschen mehr. Und das war ja eigentlich nicht so gedacht, sondern hier wollte ich ja rein bauen. Machen wir so. Oder wir lassen es. So, dann haben wir eine gerade Zahl. Wunderbar. Alles klar, also solltest du noch einen RV verpflichten, dann nimm einen jungen Spieler. Hornschuh ist ja auch schon 30. Bla 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 bla. Wäre so meine Idee. Oder keinen kaufen und den
Bülbül hochziehen aus der eigenen Jugend. Oha, bin ja mal gespannt. Vielleicht kriegen wir hier Paulus echt für 1 Million verkauft. Das ist fast das Doppelte. Mal gucken, ob die da zuschlagen. Wäre gar kein schlechter Deal. Julian Wiegel hat alle erreicht hier. Ja, machen wir. Martin Tiefenbrunner verlängert seinen Vertrag. Wer bist du so? Auch ein RV, 67. Nö. Nö. Hatten wir schon mal den Tipp. Und dann Fabian Meyer unterschreibt einen neuen Vertrag. Und Hull City ist an Fabio Cardoso interessiert. Und der Böttger verträgt sich auch mit unserem Finanzberater, hätte ich bald gesagt. Er hat auch einen Vertrag unterschrieben. Sehr schön. Wunderbar. Dann geht's ins Trainingslager. Und ich würde mal sagen, wir versuchen mal bis zum ersten Rückrundenspiel zu kommen. Dann macht es auch hier ein bisschen Sinn. Sonst haben wir hier eine relativ ruhige Transferphase, wo wir gar nicht viel machen. Und das ist dann doch ein bisschen lahm zu gucken, glaube ich zumindest. Natürlich gibt es immer mal Transferphasen, wo es Sinn macht, das irgendwie in 3 oder 4 Folgen zu staffeln. Aber ich glaube, hier macht keinen Sinn. Hier reicht, wenn wir 2 Folgen machen. Und dann hier eben direkt weitergehen in die Rückrunde, ne? Also ins neue Jahr. Rückrunde ist ja schon gestartet. Aber ja, aber was, ne? Aber was wollte ich jetzt sagen? Aber man ist da so im man ist da schon mal so im Redefluss drin und denkt sich, es ist die Rückrunde, aber dabei ist es nicht die Rückrunde. Wer läuft denn hier aus? 84 Spieler vor unsicherer Zukunft. Der Beste wäre hier Michael Esser. Sind natürlich auch immer wieder so alte Menschen, ne, die hier auslaufen. Ja, ja. Und auch nicht so viele, die uns weiterbringen würden. Hier so ein Michael Esser wäre ein guter zweiter Torwart, aber brauchen wir auch nicht. Gucken wir mal, wie es in der ersten Liga aussieht. Lars Stindl läuft aus, Kagawa läuft aus, Hazard, Aubameyang, oha. Wir müssen sie aber verlängern hier. Patricio, Ralf Fährmann, Marco Reus, richtig viele laufen hier aus. Vor allen Dingen bei Dortmund, da bin ich ja mal gespannt, wer da nächstes Jahr noch am Start ist. Wen sie vielleicht doch ziehen lassen. Wir könnten ja mal gucken hier bei so 75 rum. Der Joey Linton läuft auch aus. Ja, guter alter Bekannter, ne? Hier, der Gute. Der war ja bei uns. Ein halbes Jahr, beziehungsweise ein Jahr und hat 17 Tore gemacht. Ja, wäre mal bei uns geblieben noch hier, ne? Aber 6 Mille können wir nicht leisten, alles klar. Was könnten wir denn mal noch gucken hier? Irgendeinen coolen, witzigen und vielleicht nicht ganz so total alten. Wenn ich ja schon... Nice. Also ein Reus hier oben brauchen wir gar nicht gucken. Okay. Machen wir mal so bis so hier so 76 rum. Wen haben wir denn da? Ömer Toprak hätten wir zum Beispiel. Der wäre auch wieder so ein... nicht attraktiv genug. Da müssen wir weiter runtergehen. Wäre so ein interessantes Ding halt, ne? Pekaric. Sven Bender. Sven Bender finde ich auch stark, auf jeden Fall. Wie sieht's bei dem aus? Er ist zu wertvoll für Bremen, ja, dann... Da wäre bei uns erst recht wertvoll, ne? Charlie Benchoff. Adam Salah, da haben wir auch schon mal versucht anzufragen. Oscar Rodriguez, Christian Gartner. Rutners finde ich ja auch stark, aber 65 ist dann wiederum doch zu schwach. Wenn ihr hier irgendjemanden seht, ne? Wo wir mal einfach anfragen sollten, einfach um zu fragen, einfach um zu sagen, hier, geil, cool, dass der bei uns spielt, dann gibt mir doch mal ein Zeichen. Gib mir doch mal ein Zeichen. Ich denke, hier in dieser Richtung wären wir, aber mit Benchoff ist jetzt auch nicht so der Bringer für mich. Bin ich jetzt nicht so dran gebunden, was die Emotionen angeht. Stefan Aigner vielleicht. Rechts außen, kann der auch was anderes machen? Links außen und rechts Mittelfeld. Ah, ist jetzt auch nicht so passend für uns. Naja, egal. Wenn ihr denn jemanden seht, den ihr gerne mal angefragt haben möchtet, lasst es mich wissen. Dann machen wir das. Ansonsten geht es erstmal hier ganz, ganz easy peasy, ganz schnell weiter, weil wir jetzt hier, boah, wie gesagt, nicht viel zu tun haben. Wir lassen mal den Kollegen scouten und ansonsten war es das eigentlich schon. Wir gucken hier ein bisschen uns die Wechsel hier an. Für 53 Millionen Boran Snap. Bist du denn für einer hier? Bei 20 Spieler kommt nochmal 8 Mille oben drauf. Das ist auf jeden Fall auch hier eine Hausnummer, der Gute. Und sieht so aus, als wäre das ein generierter Spieler, ne? Ja. Boah.
Da sagt man immer, der FM erzeugt keine jungen, guten Spieler, die zum Spielen kommen. Aber hier, wenn die dann mal die Möglichkeit kriegen, hier bei FC Thun und FC Metz, da konnte er sich wahrscheinlich echt gut entwickeln in der schweizerischen ersten Liga. Und zack, hat man da mal einen echt klasse Typen, ne? Richtig, richtig starken jungen Mann hier. Könnten wir uns eigentlich auch mal hier Foto machen und Bildchen reinbringen. Ich habe mich noch zwei, drei Bilder reingebracht. Ich weiß zwar nicht mehr alle, aber einen konnte ich mir merken. Oder zwei konnte ich mir merken. Und ist er einmal hier? Warte mal. Ja, super. Felix Hübler ist auf der Transferliste. Der war auch bei uns. Ja. Ist auch nicht mehr sich. Hat sich auch nicht mehr weiterentwickelt hier. Gucken wir mal rein. Luzern und Rapid Wien, ja, war nicht viel, was er hier geleistet hat. Der Gute. Kam da nicht durch rum. Dumm, dumm rum, rum, dumm, dummelum. So, ich hatte nämlich hier Leroux. Der Bernard Leroux, der finde ich irgendwie witzig. Ich habe ihm den hier gegeben. Ich finde, das passt so. Erinnert mich so ein bisschen an den Loris, so von der Gesichtsform her und so. Ich dachte, passt. Aber witzig fand ich, ich habe nach ihm gegoogelt. Ich gucke ja immer, ob das nicht doch echte Spieler sind. Und ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe nur einen gefunden und einen relativ bekannten offensichtlich, Bernard Leroux, nämlich einen Rugby-Spieler. Ja. Wenn ich jetzt schnell gewesen wäre, hätte ich von dem Spielerbild gemacht, aber jetzt habe ich einfach den genommen. Und dann hat man noch hier den, wie hieß er denn? Chlutkan oder so? Nee, so hieß er schon mal nicht. Aber, so. Hier, Slat Chlutkan, da, so schreibt man ihn. Der war auf jeden Fall ein Regenerierter und ich habe ihm mal dieses schöne Bild gegeben. Ich finde ja passend, er ist ja Ukrainer und dieses Bild, guckt mal hier, passt perfekt, oder? Er ist vollkommenes Random-Bild aus diesen, Sega-Mega, Files vom Fußballmanager, vom Sega-Manager-Ding. Und es passte einfach so gut, dass ich gesagt habe, alles klar, ey. Das bleibt mal. So. Gucken. Kriegen wir den für eine Mille los, den Paulus? Ich glaube ja nicht. Ah, neues Talent hier. Manuel Bubic. Der Manuel Bubic. Ja. Bist du etwa ein Sohn von Freddy? Man weiß es nicht, aber 7er Talent ist es. Klasse. Nehmen wir mit. Pietro Güntermann ist okay. Oh, 2 Wochen Verletzung für Raphael Hamburg. Max Alt hat Trainingsziel erreicht. Auch Jonas Sanoi. Da kommt mir gerade in den Kopf. Zweite Mannschaft. Können wir eigentlich auch mal. Ah, scheiße. Können wir schon nicht mehr wieder. Habe ich verpasst. Die hätte ich mich sonst gerne auch noch ins Trainingslager geschickt. Naja. Ist so. Bleiben Sie zu Hause. Können Sie Weihnachten feiern. Ist auch schön. Also im Januar, ne? Feiert mal. Feiert mal im Januar Weihnachten, Gary. Macht das. Winzheimer hier, 3,2 Mille von die uns bieten, Zürich. Tom Malasch hat alle Trainingsziele, also nicht alle, aber ein Trainingsziel erreicht. Scoutbericht über Italien. Türkei bekommen wir auch welche. Und hier den Manuel Bubic können wir jetzt Trainingsziele einsetzen. Trainingsziele. Wie immer gehen wir runter. Zu Robustheit nehmen wir. Ist schon mal schwach. Und Ausdauer ist auch schwach. Beides mal hier auf 55 bitte und dann hier seine wichtigen Sachen. Volleys. Kopfballpräzision, Torriecher. Bam. Alles klar. Wunderbar. Ja, gucken wir mal. Die zweite spielt jetzt gleich. Neue Dimensionen bei Grasshopper Club Zürich. Gespannt, was die uns jetzt hier bieten. Die bieten die ausgerufenen 3,5 Millionen Euro. Passt. Das ist auch wieder schwierig, ne? Ich würde ja sagen, wir brauchen den. Wenn wir aufsteigen sollten, wir brauchen den in der ersten Liga. Wir müssen ihn auf 4 Millionen hochsetzen. Anders geht da nicht. Wayne Lewis ist auf der Transferliste. Rechtes Mittelfeld, 66er. Ah, gucken wir mal rein. Das wäre auch nicht so verkehrt. Weil wir haben nur noch den Eric Tommy hier, der ist aber auch schon älter. Aber auf der anderen Seite eigentlich eine gute Alternative, ne? So einen alten. Im Gegenzug zum Kai Havertz. Auf der anderen Seite, wenn der Havertz geht, haben wir nur noch Tommy. Und da könnten wir uns so einen jungen, knackigen Engländer holen hier. Er ist aber auch viel wert. Können wir uns wahrscheinlich eh nicht leisten.
Oder? Keine Chance. Nee. Haben wir eh keine Chance. Paulus wurde angenommen. Hä? Ich hab noch eine Mille angegeben. Stumm. Die ganze Zeit eine Million gesagt. Mal gucken, was da rumkommt. Ich hab ja irgendeinen Quatsch getan, ja? Paulus. Naja, für 900.000 ist auf jeden Fall auch ein gutes Geld und eventuell kommt er da ein bisschen besser zum Schuss als hier bei uns. Bin gespannt. Und Windsheimer würde ich jetzt gerne nochmal hier erhöhen. Aktion, Vertrag. Transferstatus ändern. Hier auf 4 Millionen hoch. Und mindestens 3,5. Ah, geht nicht. Okay. Da haben wir da wenigstens Maximum. Warum jetzt auch immer da 900.000 wieder mal angesetzt wurden. Check ich nicht so ganz. Wer weiß, wer weiß. Er wechselt auf jeden Fall jetzt nach Red Bull Salzburg. Paulus, es war schön mit dir. Da freut er sich. Und ich bin gespannt, wo es ihn so hinverschlagen wird und wie er das so schaffen wird. Oh, das war natürlich jetzt kein gutes Trainingslager hier. Ein bisschen Fitness und hier so ein paar Furze. Also das war nix. Vielleicht waren 9 Tage auch einfach zu wenig. Vielleicht muss man mindestens 14 Tage gehen oder so. Doof. Naja, egal. Passiert. Alles klar. Und was ist hier los? Bitte mal hier Wiedenbrück ZM. So. Warum auch immer der da irgendwas anders macht. Ja, das ist doch schön. Dann können wir doch direkt mal hier den Kakao-Shake auch einsetzen. Vielleicht hat er dann direkt auch Bock zu verlängern. Wer weiß es denn, ne? Wäre auf jeden Fall hilfreich für uns. Und, das läuft doch ganz okay hier. Gucken wir uns natürlich an. Ich mache jetzt mittlerweile schon nicht mehr Sofortmodus, Sofortberechnung, sondern einfach hier zack, 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 bam, 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 Textmodus. Geht auch gut. Und wir haben hier direkt ganz gute Noten von einigen Kollegen. Können die auswechseln. Auch hier Ulysses Garcia, da kommt dann der Schneider rein. Und Windsheimer. Können wir einfach mal einen Lasen reinbringen und vielleicht hier auch recht außen mal hinstellen. Auch schön. Ist der Grauer da allein im Mittelfeld. Im Mittelfeld. Vorne drin in der Mitte. Und wieder Gespräche hier. Zack, zack. Und zweite Hälfte geht los. Und Esche am Ende ganz liegengerecht, leistungsgerecht 7:0 für uns gegen den VfR Burgwald. So. Oh, jetzt wird berechnet. Was haben wir denn hier alles? Tauland Chaka wechselt von Gladbach zu Hamburg für 10 Millionen. Haben wir noch Marco Plume, hier der Dortmunder, der junge Dortmunder von Dortmund 2 nach Dynamo Zagreb. Da haben sich ja auch schon gute Spieler entwickelt bei Dynamo Zagreb. Und Antonio Barilaro, Atletico nach Man U für 37 Millionen. Das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer. Aber der hat auch hier ein krasses Talent. Neuner Talent, ist nur 21 Jahre alt und jetzt schon Marktwert von 20 Millionen. Stärke von 75. Da kann man auf jeden Fall Spaß mit haben mit dem Typen. Andreas Möller hatten wir festgestellt, der ist jetzt in Stuttgart am Start, weil der Jens Lehmann leider rausgeflogen ist. Und dann geht's auch schon weiter. Wann haben wir denn hier das Spielchen? Steht leider Datum gar nicht dabei, ne? Kaufangebot, oh, für 4 Millionen, ey. Ist auch nur ein 6er Talent, ne? Irgendwann ist der mal... Irgendwann ist auch mal sein Limit erreicht hier vom Windsheimer. 71 für 4 Millionen. Da muss ich mir echt überlegen. Aber hier den Sammerl wollten wir ja gucken. Jetzt habe ich nämlich eben den Scout-Bericht weggedrückt. Julian Sammerl. Spielerinfo. Das wäre der Kollege. 65. 6er Talent. Und 20 Jahre alt, 22 Spiele gehabt, aber ich würde sagen, da haben wir doch unseren Fatih Bülbül,
können wir da auch nehmen. Der ist noch ein Jahr jünger und der kommt aus eigenen Jugend und hat ein Spielerbild und. Ansonsten guckt euch mal an, wenn ihr meint, wir müssten da Sammel holen, auch kein Problem, versuchen wir es. Aber ich würde jetzt erstmal was anderes angehen wollen. Deshalb frage ich mich gerade, ob wir doch immer noch mal ein Päuschen machen und es mit euch ein bisschen absprechen, ob wir uns einen anderen Stürmer holen. Und wenn ja, wen? Siebenbrück hätte ich gern hier. So, zack. Wenn ja, wen? Und für wie viel Geld? Weil man könnte jetzt zum Beispiel hier... Joan Wissa hat sogar ein Bildchen. Den kennen wir zu 9, Stufe 9. Der hätte eine 75. Wäre natürlich ein bisschen älter als der Winzheimer. Würde aber nicht so viel kosten hier. Wäre für 1,6, hätte der Marktwert. Da könnte man zum Beispiel mal reingucken, was der denn so kosten wollen würde. Könnte man bestimmt für knappe 3 Millionen holen. Da hätten wir eine Million Gewinn gemacht. Im Vergleich zu Winzheimer. Ich wäre fast dafür. Muss ich ja sagen. Also, Joane Wissa. Fabian Rehse steht hier auch noch auf der Gehaltsvorstellung. Und auch Alvaro Martin. Allerdings hat der auch einen hohen Marktwert. Da müssen wir wahrscheinlich richtig tief in die Tasche greifen. Wir könnten uns auch hier einen John Cordoba holen. Alter Bekannter aus der ersten Liga. Der ist allerdings auch ziemlich gut in Form hier, was so Marktwert angeht. Also da weiß ich nicht, ob wir da mit 4 Millionen hinkämen. Ich glaube ja eher nicht. Nee, da müssten wir schon tiefer in die Kaffee-Books greifen. Und das wiederum lohnt sich dann nicht für uns. Aber den Joane Wissa finde ich schon mal ganz gut. Oder Joane oder so. Christopher Niemann, ist ein bisschen... Fabian Rehse finde ich auch immer noch gut, muss ich sagen. 900.000. 72. Normale Form. Fände ich echt nicht verkehrt. Es ist echt eine Überlegung. Das wären hier die Kandidaten. Wir gehen nochmal rein in die Werte hier. Torischer 90 hätte der zum Beispiel. Kopfballpräzision 80. Natürlich dann an den anderen Werten nicht ganz so hoch. Also eher so, ne, fixiert oder fokussiert auf ein oder zwei Werte. Den müssen wir da ein bisschen was anderes beibringen. Aber den finde ich eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Hier so als Alternative. Und wir hätten eine Mille Gewinn gemacht. Und hier, die Statistik von ihm ist auch richtig ordentlich. 81 Spiele, 48 Tore. Vom Rehse, wie sieht's da aus? 86 Spiele, 35 Tore. Der hat es ein bisschen ausgeglichener von den Werten. Aber insgesamt nicht ganz so stark, ne? Wir hier gucken. Grundstärke hier beim Stürmer können wir nicht ansehen, weil wir uns dieser eine Punkt fehlt. Aber seine Grundstärke ist hier 71. Und plus 1 durch die Form. Und ja, ich bin dafür, ey. Wir sollten Winzheimer verkaufen. Wir sind ein Ausbildungsverein, das müssen wir uns klar werden. Wir sind jetzt hier keine, die weiß, was machen können. Und der Winzheimer ist nicht von uns, den haben wir gekauft. Den haben wir uns organisiert. Hat jetzt eine 71. Da wäre sogar stärketechnisch der Joane Wissa da richtige Steigerung auch nochmal. Wir haben ihn für 800.000 gekauft und würden für 4 Millionen verkaufen. Wäre es fünffache. Ich finde, da können wir nicht Nein sagen. Es geht nicht. Aber trotzdem möchte ich das mit euch besprechen. Vor allen Dingen hier mit meinen zwei konstanten Co-Trainern, Presser und Schumann. Aber auch mit den anderen natürlich. Mit unserem Kakao-Shaker, der wieder da ein bisschen mehr dabei ist. Mit unserem neuen Kollegen. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Peinlich, Heller hieß er. Fabian Heller, Florian Heller, entschuldige bitte. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr darüber euch Gedanken machen könntet. Und jetzt ist ja ein Wochenende, das heißt, da werden wahrscheinlich jeden Tag wieder Folgen kommen. Das kriegen wir dann schon hin, dass wir hier schnell zum Zuge kommen. Aber Winzheimer verkaufen für 4 Millionen Euro und für knappe 3 Millionen den Wissa? Das wäre so meine
Meine Frage an euch, lieben Guck hier nochmal. Hier, den Joanne Visser. Oder ob die 4 Millionen immer noch nicht genug sind und ob wir ihn behalten sollen. Das, die Hausaufgaben gebe ich euch jetzt auf. Da kommt der Lehrer raus hier. Und ich hoffe, ihr könnt ihn mir beantworten. Ich freue mich auf eure Kommentare. Man sieht sich, man hört sich. Macht's gut. Ciao.